So, und das wollen wir und das können wir alles noch weiter vertiefen. Bei mir ist nämlich Reinhard Schlinkert von der, vom Infratest DIMAP. Sie haben die Bürgerinnen und Bürger diese Woche wieder gefragt zur politischen Stimmung. Explizit sage ich einmal dazu, natürlich nach den Landtagswahlen haben Sie gefragt. Und Sie haben als erstes gefragt, was eben schon ein ganz großes Thema war, die Frage, welche Rolle sollte die Partei Bündnis Sahra Wagenknecht in zukünftigen Regierungen spielen? Naja, wir hatten ja ein unruhiges Wochenende in Dresden, wo wir auch Sachsen und Thüringen gemacht haben und haben dann natürlich gefragt, wie sieht es denn aus? Wird ja jetzt heftig diskutiert. Was meinen die Menschen? Was halten Sie von einer Beteiligung vom BSW an Landesregierungen? Und schauen Sie selbst die Antworten. Es ist immerhin 46% halten das für gut und 40% für nicht gut. Noch überraschender finde ich, dass wenn man sich die Parteianhänger anguckt, dass immerhin ein gutes Drittel auch der CDU-Anhänger findet, das wäre eine gute Koalition. Bei den anderen ist das nicht so wichtig, dass man danach fragt. Aber auch wenn man den Unterschied zwischen Ost und West gerne wissen möchte, es überrascht natürlich überhaupt nicht, dass mehr als die Hälfte der Menschen, der Wähler in Ostdeutschland, 56% sagen, sie fänden das gut und nur ein Drittel ist schlecht. Im Westen ist etwa 50-50, aber auch Sahra Wagenknecht hat viele Sympathien. Und das, obwohl die wenigsten von uns, glaube ich, wissen, was tatsächlich dann an Politik nachher im Bündnis Sahra Wagenknecht drinsteckt. Naja, da gehen wir davon aus, dass jeder Wähler genau weiß, welche Position seine Partei vertritt, bis ins Kleinste. Aber ist ja meistens nicht so ganz. Schauen wir mal auf ein großes Thema der letzten Tage, den Unvereinbarkeitsbeschluss, den die CDU ja abgeschlossen hat, einmal mit der AfD und einmal mit den Linken. Dazu haben Sie auch gefragt. Na klar, wenn wir schon fragen, dann muss natürlich auch wissen, was denken denn die Leute über die AfD? Soll die an Regierungs grundsätzlich ausgeschlossen werden? Und Sie sehen selbst, da sagen 60% in jedem Fall soll sie ausgeschlossen bleiben. Und von den CDU-Anhängern 2/3. Das ist also sehr deutlich. Und bei den Linken sieht es auch nicht ganz so krass aus, aber auch sehen 41% sagen nein. Und mehr als die Hälfte der CDU-Anhänger sagen, es ist richtig. Interessant ist das Ganze schon, weil die Menschen natürlich merken, dass die CDU Koalitionspartner braucht, wenn sie die Regierungschef stellen möchte. Und da gibt es nicht mehr so viele Möglichkeiten, besonders nach dem Wochenende in Thüringen und in Sachsen. Sie haben doch auch, das ist ja eine Frage, die Sie schon häufiger gestellt haben, gibt es denn da Veränderungen, was die AfD, eine Zusammenarbeit mit der AfD ja angeht? Ich schaue gerade noch mal drauf, da gucke ich ein bisschen runter. Im März 2020 haben über 70, fast 80% der Wähler in Deutschland gesagt, das ist richtig, dass man keine Zusammenarbeit mit der AfD hat. Der Prozentsatz ist runtergegangen auf 60%. Sie findet also doch schon ein bisschen mehr Anerkennung. Und wenn man das nochmal nach West und Ost guckt, im Westen 2/3 sagen richtig, dass es diese Brandmauer gibt. Im Osten ist nur etwa 50-50. Und bei den Linken ist interessant, dass im Westen auch eine leichte Minderheit von 45 sagt, das ist falsch. Im Osten sagen es natürlich noch mehr, es ist falsch. Mit den Linken kann man jederzeit zusammenarbeiten, wenn sie dann auch noch tatsächlich im Parlamenten sind. Interessant, ja, das stimmt. Das ist bei einigen Landesparlamenten ja in Zukunft dann fraglich. Und ich finde immer interessant die Frage, was heißt eigentlich Zusammenarbeit? Heißt eine stille Duldung? Das ist ja vielleicht was, was uns in Thüringen noch bevorstehen wird. Was ist eigentlich damit? Aber das ist Frage der Union. Und apropos, gerade wieder neu ins Spiel gebracht, die Frage, eine mögliche Kanzlerkandidatur. Wer soll das werden bei der Union? Da hat ja Herr Söder ganz lange jetzt Nein gesagt und jetzt klingt es wieder ein bisschen nach, naja, vielleicht doch. Was haben Sie dazu? Nein, wir haben natürlich gefragt, fragt sich doch jeder auch nach so einem Wahlergebnis am letzten Sonntag. Wer soll denn jetzt nun Kanzlerkandidat werden? Söder, Wüst oder Friedrich Merz? Und Sie können es selbst sehen. Sie sehen Söder 41% vorne, gefolgt von Hendrik Wüst mit 33%. Und am Ende liegt Friedrich Merz mit
23. Verändert sich das? Verändert sich eigentlich ganz gut. Aus der Sicht von Söder, der ist von Mai doch ziemlich stark nach oben gegangen. Wüst ist runtergegangen, Merz ist runtergegangen. Und zum Schluss entscheiden ja nicht die Wähler, sondern Parteigremien und Mitglieder von CDU-Wahlparteitagen. Wobei wir auch gelernt haben, glaube ich, aus der Vergangenheit, ich erinnere an das Buch von Markus Feldenkirchen, dass da schon ganz genau hingeguckt wird, was die Zufriedenheit mit einzelnen Politikern angeht, wer dann am Ende oben stehen soll oder nicht. Wir schauen mal auf die Frage, die Sie auch immer stellen. Was sind die wichtigsten Probleme? Was treibt die Menschen im Moment um? Was sind die Probleme, die am dringendsten von der Politik gelöst werden sollen? Ja, das ist auch für uns immer ein ganz interessantes Thema, um zu schauen, was passiert denn da. Schauen Sie mal, Zuwanderung plus 22 im Vergleich zu April. Wirtschaft, brauche ich nicht alles vorzulesen, 20, Soziales 12, Umwelt, Klima 12, nur noch 12, Bildung 12. Und dann geht es weiter, innere Sicherheit 10, hat ein bisschen zugenommen, 7, wo vielleicht jeder gedacht hat, das würde mehr. Und der Ukraine-Krieg, an den scheinen sich die Menschen schon etwas gewöhnt zu haben, denn der liegt ja nur noch bei 8% als wichtigstes Problem. Interessant ist auch, dass man könnte ja denken, dass bei der Frage Zuwanderung als wichtigstes Thema Unterschiede zwischen Ost und West gäbe. Der ist ganz geringfügig. West 47, Ost 53. Also im Grunde genommen denkt man gleich. Die einzigen, die ein paar Probleme kriegen, damit hier auch bei ihren Wahlergebnissen, das sind die Grünen, weil es da unter einem Drittel sind, die sagen, das ist das wichtigste Problem, Zuwanderung, empfindet man nicht so. Da ist also sind die einzigen, Sie haben gerade gesehen, dass bei Klima nur noch gerade 12% gesagt haben, das ist mein Thema, was zu lösen, das ist das wichtigste Thema. Das ist bei den Grünen 48%, aber damit stehen sie im Moment auch ziemlich alleine in der Sorgenliste der Bevölkerung in Deutschland. Und wir bleiben bei dem Thema. Sie haben auch gefragt, sollte es eine Wende in der Asyl- und Flüchtlingspolitik geben? Wobei Sie, glaube ich, da nicht weiter erklären, was könnte das bedeuten. Aber es ist natürlich das, was nicht nur von der CDU, gerade auch natürlich in der Ampelkoalition breit besprochen wird. Na gut, ich würde gerne mal die Frage ganz vorlesen, ehe wir auf die Grafik gehen. Wie sehen Sie das? Brauchen wir eine grundsätzlich andere Asyl- und Flüchtlingspolitik, damit weniger Menschen zu uns kommen oder nicht? Und das sind dann die Antworten, die wir hier jetzt sehen. Mehr als 3/4 sagen, ja, brauchen wir unbedingt. Und nur 18% sagen, brauchen wir nicht. Deshalb schauen wir dann jetzt noch auf die Parteianhänger, die wir jetzt hier nicht nur ausgewiesen haben. Ich habe es gerade gesagt, bei den Grünen sind es unter 50%, die sagen, das brauchen wir. Aber alle anderen Parteien, AfD natürlich 97, BSW 91, CDU 86, SPD 2/3. Also da beherrscht eigentlich sehr, sehr große Einigkeit innerhalb der Parteien. Wo Sie gerade die, wir sehen es nicht, aber ich sehe es auf Ihren Zetteln, eben schon aufgefallen in Ihren Auflistungen, dass FDP und Linke da gerade gar nicht mehr vorkommen. Wie kommt das? Ja, die sind im Moment so schwach, dass sie unter vier liegen. Und dann können wir sie nicht mehr in den einzelnen Untergruppen ausweisen. Das wäre statistisch nicht mehr relevant und auch nicht sauber dann. Okay, aha, gut. Aber eine Frage, glaube ich, die sich Zuschauer stellen, wenn man das sieht. Ja. Politikerzufriedenheit, auch eine beliebte Frage. Wie sieht es da aus? Ja, schau mal, da haben wir wieder ganz viele Gesichter, 7 Stück insgesamt. An der Spitze Boris Pistorius. Und dann geht es weiter. Friedrich Merz, Sie sehen es selbst, Wagenknecht, alle haben Minus, 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 Minus. Eine hat Plus, das ist die Frau Weidel. Und Olaf Scholz ist wirklich am Ende dieser Liste angekommen. Mit 18% hat auch nochmal 6% verloren. Aber nichtsdestotrotz, wenn man sich mal anschaut, wie sieht es bei den eigenen Wählern aus, muss man sagen, dass leider oder wie auch immer 3/4 der SPD-Wähler den Pistorius gut finden, aber Olaf Scholz nur noch ein bisschen mehr als die Hälfte. Rekordhalterin in dieser Reihe ist Sarah Wagenknecht. Wer glaubt, 98%.
sind mit ihrer Arbeit zufrieden. Der eigenen Anhänger. Ja gut, das ist ja auch noch ganz neu. Der eigenen Anhänger ist ja noch ganz neu. Hat auch noch keine Fehler machen können. Mal sehen, wenn sie anfängt zu arbeiten. Ja. Wir haben viele Politiker gehabt, die schon mal ganz oben waren. Mhm. Und irgendwann waren sie wieder unten. Martin Schulz, ich erinnere mich. Genau. Oh ja, oh ja, oh ja. Die letzte Frage, die Klassikerfrage. Wie sieht es aus bei der Sonntagsfrage? Ja, ich muss immer wieder sagen, das ist die Sonntagsfrage. Ne? Das heißt aber nicht, dass die Leute auch so wählen. Wir sehen es aber. Die SPD 15%, gutes Stimmungsbild. Die Union legt 1 zu auf 33. Die Grünen 1 weniger. Die FDP wäre bei diesem Ergebnis nicht im Bundestag. Die AfD legt 1 zu. Sie sehen die Linke 3, ein bisschen wenig. Und BSW 8 und andere 9. Noch ein Wort dazu. Wir haben, wenn man sich das anguckt, wie es mit der AfD im West und Ost aussieht, im Westen 15, im Osten 25 und bei Sarah Wagenknecht, wen wundert's, ähnliche Zahlen, nur auf einem anderen Niveau, 6 im Westen, 15 im Osten. Aber warten wir mal ab, gewählt wird erst im nächsten September, Ende September nächsten Jahres. Da ist noch lange hin, da kann noch sehr viel passieren. Wir haben schon oft gedacht, Wahlen wären entschieden. Dann gab es mal ein Elbe-Hochwasser, wo Herr Schröder dann aus aussichtsloser Position auf einmal doch ganz nach vorne kam. Ich würde abwarten und keine voreiligen Schlüsse ziehen. Die Frage ist tatsächlich, was kommt jetzt an Koalition in diesen beiden Ostländern zusammen? Und wir haben ja auch noch am 22. eine Wahl in Brandenburg. Und danach werden die großen politischen Diskussionen gehen, wer denn nun mit wem regieren wird. Sie haben absolut recht. Natürlich, das ist ein Stimmungsbild. Aber ein Stimmungsbild, das natürlich auch sehr deutlich zeigt, ein Trend, der sich jetzt auch in den beiden Wahlen in Ostdeutschland schon abgezeichnet hat, dass die Ampelparteien wahnsinnig verlieren und hier natürlich überhaupt gar keine Mehrheit mehr hätten im Moment. Das ist natürlich gar nicht so selten. Aber, ja, aber ist doch kein Wunder, wenn nur noch 16% sagen, sie sind mit der Bundesregierung zufrieden. Warum soll man sie dann wählen, wenn man nicht zufrieden ist mit ihnen? Richtig. Ein Schlusswort. Reinhard Schlinkert, vielen Dank von Infratest DIMAP. Danke Gerne. Für die neuesten Zahlen. Gerne. Spannend immer. Gut. Vielen Dank.